euch sagen nicht Bescheid. Aber ist okay, weil wir sind sowieso ein bisschen im Verzug. Obwohl das gerade tatsächlich ganz gut geht. Also eigentlich bis 18:30 Uhr, aber hey. Hey. Ja, viel länger geht das ja jetzt hier nicht. Deswegen haben die schon mal gestartet, ohne dass wir kommentiert haben. Ihr seht's, Losers Finals, Ruven gegen SDN. Praktisch der nordische Klassiker der letzten, was weiß ich, 3 Jahre. Ja, vielleicht nicht 3 Jahre, aber die letzten 2. Ja, wir haben das eben schon gesehen. Das war ein 3-0 für SDN, aber es war kein Stomp. Nur das letzte Match war ein Stomp. Davor war echt übel. Oh, okay, downtailed. 2 Frame into fair. Das killt schon mal. Ja, rumgespace. Okay, die Nair kommt durch. Sehen wir hier ein Follow-up. Ah ja, war schon richtig. Ja, war schon richtig. Ich weiß nicht, ob er da die Zeit... Ja, doch. Eigentlich hatte er schon die Zeit, mit dem Down-Smash da zu treffen. Ich meine, er hat ihn ja schon echt dick aufgeladen lange. Das hätte schon klappen können, auf jeden Fall, mit dem Down-Smash. Jetzt gerade halt SDN, ne? Also immer noch mit 2 Stocks. Die Side-B, bisschen greedy einfach. Aber wir haben ja auch... Oh! Ah, er punisht das nicht. Ja, das hat DaFung so gut gemacht. Er hat das immer sehr gut gepunisht. Eater. Killt noch nicht. Aber die Baker tut's. Damit in Game Nummer 2. Ja, Ruven. Mal schauen, ob er sich hier noch einen Platz im Grand Final sichern kann. 1:0 jetzt hier gerade für SDN. Lässt sich hier anscheinend nicht irgendwie aus der Ruhe bringen. Wirkt auch immer noch ganz ruhig, als er gegen DaFung verloren hat. Also ganz entspannt. Ja, auch schon wieder 6,5 Stunden hier am Stream gewesen. So, geht los. Lol. Es war hier eine Kanalwette, wer das Winners Finals gewinnt. Und keiner hat auf DaFung gesetzt. Damn, was für ein Verlustgeschäft. Hätte mal einer von euch auf DaFung gesetzt. Also... Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade eine Wette gibt, aber ja, Ruven gegen SDN, was glaubt ihr denn? Wer gewinnt das? Wird es so laufen, wie es gerade aussieht? Obwohl, im Moment sieht es ja gar nicht danach aus, ne? Kann sich aber schnell ändern. Ah, die Rollen. Wir wurden hier alle überrascht von dem Set, es ging auf einmal los. Ja, dann würde ich auch gerne wissen, wie viel Ruven gegen Niceface gewonnen hat. Wie sah das aus? Ja, das ist nicht eingetragen. Okay. Tja. Ja, der einzige Upset, der jetzt praktisch noch im Turnier ist, sitzt gerade im Grand Finals. DaFung als 5. Seed. Ansonsten sind 1., 3. und 4. drin. Nur der 2. Seed ist draußen. Das war Beißel. So, also tatsächlich, Ruven verliert wirklich zuerst den Stock, obwohl SDN einfach 200% hat und der macht direkt weiter. Er darf einfach weiterkommen, oder? Und ich meine, boah, ja, diesmal hat die Side getroffen. Ja, das ist halt der Vorteil, ne? Auch wenn du High Percentages bist, aber wenn du dann in die Combo rein darfst, dann kannst du den nächsten Stock sehr gut vorbereiten. Mhm. Klassische Hyrule-Musik. Ja. Oh, ich bin froh, dass es nicht den Hyrule-Tempel gibt. Diese wüste Prügelei da unten immer. Ja, ich meine, so aus Fun auf jeden Fall. Beste. Aber im Turnier kannst du das halt nicht machen, weil da bleibt es nicht bei der Prügelei da unten, sondern da bleibt es bei Sonic haut dich einmal und läuft dann die ganze Zeit weg. Und dann juckt Snow. Aber da gibt es ja nicht mal mehr, ne? Der ist zu edgy. Der ist auch recht zollig, ne? Ja, Sonic ist mir ein bisschen zu trollig. Ja. Obwohl ich den Char an sich schon mag, ich auch sehe, warum der in Smash ist. Aber ich finde, wenn es der schnellste Charakter ist, dann ist es irgendwie schade, dass er kein Rushdown-Charakter ist, sondern einfach nur so, oh, ich warte jetzt am anderen Ende der Stage auf dich und wenn du mir näher kommst, dann Rushdown. Ja. Okay, oh, gecatcht. Oh, nee, es geht nicht nach unten, okay. Still in play. Aber ja, was macht man da? Die SDNs, ja, schlau. Oh, kann immer noch was machen. Oh, da kam der Konter, das erste Mal den Konter ja, heute okay, gesehen. Trotzdem. Smart, okay, cool. Also hat es tatsächlich geschafft, die zu gimpen. Dann, möglicherweise, okay, er hat versucht auf Reaction, aber Tech Rollout. Okay, ja. An der Stelle, oh, schöner Down Smash. Ja. Gut, auch den braucht er, den Laser. Oh Gott. Oh mein Gott, und der kommt einfach aus dem Dash, aus dem Jab raus. Und Backup. Mhm. Ja, aber doch, das wird dann doch noch ziemlich knapp. Also... Ja, für Ruven ist hier nichts vorbei, da. Aber ja, also ich meine, was halt nicht kommt, sind halt so Kombos, die einfach full killen, ne? Und das wäre schon hilfreich jetzt gerade gegen SDN, weil SDN kriegt die Kills immer ziemlich easy, ziemlich früh. Gibt es mit Wolf eine Zero to Death? Ja, mit Sicherheit, aber ich wüsste jetzt nicht welche. Also Zero to Death bei 0%? Ich glaube eher nicht, aber ich meine, das wäre am ehesten irgendwas mit ja, entweder irgendwas mit Fair, so verlängern über eine Plattform und dann eine Backair am Ende, ganz am Rand. Das könnte klappen. Oder halt sowas wie, du machst eine Fair und dann eine Side-B hinterher und der Spike wird runtergespiked. Aber selten, sehr selten. Und eigentlich bei 0% kannst du auch noch was machen, kannst du eigentlich noch springen. Aber kann klappen. Ja, und da musst du halt immer auch noch gucken, wie viel Prozent das hat, um zu gewährleisten, dass es da noch eine True Combo nachher im Endeffekt ist. Ja. Oh, okay, auch gerade, ja, doch. So langsam wird er ziemlich aggressiv hier mit der Side-B. Aber, ja. Scheint ja auch zu klappen, ne? Vielleicht wird das ja auch wie beim davorigen Spiel von Ruven, dass er erstmal vielleicht noch 2 Stocks braucht, um wieder komplett reinzukommen, ne? Ja. 2 Games mal. Boah. Das Ganze aufs Schild, am Rand. Das ist immer gruselig. Was haben wir da für Optionen? Oh, jetzt schon wieder. Oh, schön aufs Schild drauf. Ja, da rollt man dann auch mal. Und das ist dann aber wieder obvious. Okay, schöner Down Smash. Also hier die Führung für Ruven. Schöne Side B. Oh, Damage. Die Extension hat nicht funktioniert. Er hätte theoretisch, ist ja mal schön, wenn man dem Gegner Ressourcen klauen kann. Guck mal, der Fairspring war da. Ja. Ne, da war halt der letzte, der wäre schon wichtig gewesen. Da ist noch eine Berge hinterher, dass der Offstage ist. Nochmal einen großen Unterschied gemacht, weil jetzt gerade ist schon wieder even. Einfach so 3 Hits. Ja, aber Ruven macht das gut. Auf jeden Fall gerade. Ist bloß nicht zu greedy. Ich will hier schon sehen, dass Ruven noch ein Game zieht, weil bisher 5-0 für SDN. Also 3 vom letzten Mal, 3-0 und 2-0 jetzt gerade. Backair, reicht nicht. Jetzt kommt die... ja, okay, reicht doch. Ich dachte schon, warum geht Ruven dann nicht hinterher, aber braucht er gar nicht. Dafür hat er das Auge gerade gehabt, oder? Oh, ist der Stock sofort weg oder einen Hit? Ich glaube, der ist sofort weg. Okay. Ja. 1. Jetzt. Ja, es ist halt schon wichtig, ne? Ist schon wichtig, dass dahinter noch was kommt. Ja, weil jetzt sind sie beide auf einen Stock und wie eben schon gesagt, ne, Ike hat die Möglichkeit mit 2-3 Hits dann auf die gleichen Prozent wieder hochzukommen. Ja, der Zeitbeat zweimal. Oh, da war wieder ein Futz durch, ich hab den nicht mal gesehen. Noch eine Backair jetzt gerade, sind das Trades. Oh, oh. Er hat's versucht, aber von vorne ist schwierig mit reinjumpen. Er musste schon irgendwie ein bisschen hinter dem Schwert erwischen. Beste Voraussetzung gerade, aber muss natürlich diesen Finishing Hit landen. Ja, da wird schon so ein bisschen gefischt mit der Backair, da zieht sich SDN lieber zurück. Ah, da hätte ihn da erwischt, das wäre echt gut gewesen, dann der Airdodgen oder abbiegen müssen. Auch da wieder. Ah, okay, diesmal kommt er direkt an die Stage. Ja, der ist es gewesen. Okay, 2-1. Krass, ich hätte gedacht, dass er da eher wieder für den Downton spielt. Ja, hat gut funktioniert. Das ist nämlich auch wichtig, dass wenn man Kill-Probleme hat, dass man wenigstens so ein bisschen im Kopf hat, wann so auch diese Standard-Hits, die immer treffen, killen. Also gerade die Nähe. Ne? Die Nähe ist ganz wichtig, dass man mit Wolf weiß, wann die killt. Okay. 2-1. Game 4. Gut, beide ziehen sich erstmal ein bisschen zurück. Aber im Endeffekt, ne, wenn sich beide zurückziehen, ist der Gewinner Wolf. Okay, 3. Jetzt, okay, direkt mit dem Uptail. Ich hätte gedacht, er zieht sich danach erstmal zurück. 3 Hits auch noch von SDN. Machen gar nicht mehr so viel Schaden. Im Endeffekt so, das Pressure Game gewinnt halt schon Ruven. Also derjenige, der attackieren muss, ist halt wirklich SDN, wenn Ruven das richtig spielt. Ja. Genau, immer Call-Outen mit dem Laser. Das ist ganz wichtig. Ich habe eben schon gesehen, dass SDN sich da so ein bisschen drauf eingestellt hat und dann immer so in Range war und rumgehüpft ist. Also so, dass er, wenn der Laser kommt, vielleicht sogar punishen kann. Mhm. Dann ist es wiederum scary. Da muss man schon, also das Shot-Placement muss on point sein. Oh, die Fair. Oh, ist tief in die Blast-Zone, aber nach dem Leben und der Up-Smash. Okay, hier wieder Führung gerade für hier für Ruven. Aber jetzt heißt es wieder, kann ich Damage machen oder killt mich SDN hier direkt nach dem ersten Schlag. Wie so oft. Okay, und da kann man dann doch mal was mit dem Laser machen. Okay, nice. Ja, da hat er den Jump gereadet und wenn der trifft, das ist halt voll nice, ne? Wenn ein Gegner in der Luft ist und gejuggelt wird und keinen Jump mehr hat. Ja. Das nimmt ihm eine ganze Option raus, dann kann er nicht mehr stallen. Oh. Oh, das Schild ist halt ziemlich low, ne? Ja, hat er auch selbst gemerkt und versucht dann noch irgendwie ein bisschen Distanz zu gewinnen, aber war nicht weit genug weg. Oh. Der klebt ihn aber auch gerade nur an den Hacken. Er macht das gerade echt gut, der Space, das ist nice. Ich kann mir das halt auch voll vorstellen, ne? Wenn man Chrom gut kann. Wolf ist jetzt nicht so anders. Also schon. Ja, aber vom Playstyle her. So, ja, so von den Kombos auch und so mit fair. Das kann man schon auch mit Chrom ganz gut machen, wobei es da natürlich eher die Nähe ist. Ja, gerade. Oh, dann macht das gut. Mal schauen, ob sich SDN langsam drauf einstellt. Oh. Das war sauber gemacht. Ihn erstmal schön mit einem Downtilt offstage gebracht und dann ein präziser Laser. Ein Schuss, ja. So kann es laufen. Und jetzt gerade sieht es so aus, als ob das ein Game 5 wird. Oha, Ruven eben gerade 3-0 verloren. Aber jetzt, guck mal, jetzt sind die Kombos auch clean. Oh! Da hat er, eigentlich hat er den gehabt. Er hätte dafür gehen können. Er hätte auch noch 2 Stocks halt, ne? Ja. Er hätte locker die Fair bekommen und danach möglicherweise sogar die Side-B, auch wenn das so vielleicht ein bisschen over the top ist, aber er hätte auf jeden Fall einen Hit noch landen können. 80%, jetzt 100% gerade auf SDN. Der kann locker noch so das Doppelte taken. Also, wenn ich Ruven wäre, dann würde ich versuchen, noch höher zu pushen, noch höher. Jetzt gerade ist noch gar nicht sicher. Schöner Air Dodge. Oh, das killt schon. Strong. Oh, 117, das ist wahrlich nicht allzu viel. Oh, einfach nur Down Smash oder whatever. Ja, crazy. F-Tilt, das war wichtig. Okay, ah, ich dachte mir schon, dass er nicht mit Zeit recovern will, aber er hat es einfach nur so gemacht, dass er halt trotzdem noch unter der Stage war. Und da ist der Up-Tilt. Let's go. Und das ist ein 2-2. Die Fußsohle hat das Kinn geküsst. Fußsohle. Crazy. Also hier ein 2-2. Wer hat's erwartet? Crazy. Aber genauso wie eben, ne? Ruven erst 2 Spiele hinterher und dann holt er wieder auf und sehen wir wieder ein 4:4. Ja, das ist halt echt ziemlich powerful. Also, wie gesagt, so Ruven hat halt auch, naja, beide haben so die Erfahrung, einfach ellenlange Sets zu spielen. Das ist ja noch nicht mal das Grand Final. Das kann man ja zweimal spielen. Und wenn das dann Game 10 wird, diese Games, das haben die so oft gehabt einfach, auch mit richtig guten Leuten, auch so mit RobinGG noch, früher Häschen in Smash 4. Alter, sind das immer lange Sets gewesen. Total, wirklich. Die haben sich nichts gegeben, das ist dann wirklich immer so 3-2 für den einen und dann 3-2 für den anderen nochmal ausgegangen. Einfach 10 Sets, nur im Grand Finals. Also die Luft musst du erstmal haben. Ja, also Konzentration. Okay, also SDN versucht hier auf jeden Fall auch die Plattform jetzt mit einzubinden. Ist vielleicht keine schlechte Idee, um so ein bisschen Pressure zu nehmen vom Laser. Oh, okay, jetzt hier ein Opening von... Oh, SDN versucht es mit Tomahawk. Also SDN versucht es hier schon auf kreativen Weg zu lösen, einfach was Neues zu erfinden, aber... Oh! Die Back Air, das war gerade scary. Das ist das letzte Game hier gerade. Wenn Ruven hier einfach einen Early Kill bekommt, dann muss SDN gegen Windmühlen kämpfen. Hier über die nächsten Stocks. Also das sieht gerade echt gut aus für Ruven. Der es nach dem 2-0 echt so gut zurückgebracht hat, langsam sich dran gewöhnt hat. Und so on paper ist halt einfach Wolf ein echt guter Charakter, ne? Oh, und die Back-Air, yo! Okay, gucken wir. Gucken wir mal, ob er den so lange halten kann, den Stock. Es sind halt sehr viele Neutral-Get-Ups, ne? Ja. Aber irgendwie ist auch SDN punished alles andere. Aber das nicht. Ja. Weil man da trotzdem in einer schlechten Situation ist, ne? Also da ist man dann trotzdem einfach an der Edge, genau, mit dem Schild meistens. Das ist halt creepy. Ja, genau, also nach diesen 2 Fairs muss man sich halt überlegen, was man macht. Ne? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn das nächste nicht mehr true ist. Wenn der Up-Tilt nicht mehr trifft und SDN da rausjumpt, muss man gucken. Also ja, ist der Jump halt weg. Du machst dich dann halt angreifbar an dem. Ja. Okay, aber es ist wieder so weit even. SDN braucht eigentlich nur noch ein Opening, um vielleicht sogar an Ruven vorbeizuziehen. Oh, der F-Smash. Und guck mal, das ist dann doch ein bisschen zu scary auch für SDN. Der hätte eigentlich schon auch rüberspringen können, aber dachte er sich, nee, ich chill jetzt einfach eine Sekunde. Ja, dann willst du auch safe sein einfach, wenn es um Game 5 jetzt geht, ne? Ja. Losers Finals. DaFung wartet. Oh, die Side B, der Callout. Das ist auf jeden Fall auch ein Tool, ja. Jetzt aber gerade Edge-Situation. Man weiß ja nie. Oh. 133%. Das ist jetzt kein Todesurteil für SDN. Solange er hier irgendwie von der... Guck mal hier. Tatsächlich. Ja. Und jetzt ist Ruven hier echt im Zugzwang. Ne? Jetzt muss er den Kill machen, damit Back das... Throw? Killt nicht. 1:1 Stock-Verhältnis dann jetzt doch noch endet. Abzählt. Ja. Okay, also es wird hier ein Game 5 Last Stock Situation. Jo, okay, Ruven gegen SDN. Ah, so kennt man das doch zwischen den beiden. Und oh, schöner Parry. Oh. In solchen Situationen sind beide halt echt stark, ne? Ruven dann halt auch noch so mit frechen Parries auf einmal, weißt du? Ein ganzes Set nichts geparried und dann auf dem letzten Stock einfach, hier kommt, da kommt ja sowieso die näher. Mal gucken. Gerade alles super patient. SDN mit einer leichten Lead. Chippt hier so langsam weg. Ah, da wusste SDN ganz genau, er hätte gerne die Fair String. Ja, und jetzt muss er erstmal wieder rankommen an Wolf, ne? Ja. Aber jetzt gerade, ja genau, jetzt hat er es gemerkt, ich kann ja auch chillen, ein bisschen lasern. Aber ja, sparsam mit dem Laser umgehen, weil er ganz genau weiß, SDN könnte aus dem Nichts kommen und ihn irgendwie hochwerfen. Und dann war es das vielleicht auch schon. Oh, jetzt gerade wird es ein bisschen messy. Ja, und jetzt spielen sie wieder ein bisschen 2D-Schach, ne? Obere Hälfte, untere Hälfte, wo landet der Laser, wo bin ich dann in der Situation? Ja, dieses Microspacing einfach. Also die beiden versuchen auch danach zu fischen. Aber ja, so Ike mit ein bisschen mehr Range muss dafür so ein bisschen die Risk taken. Einfach weil, ja, ich kann jetzt natürlich den Timer nicht sehen, ne? Das ist ein bisschen blöd gerade, aber 2 Minuten, okay. Auf der Tafel. Ach, in der Stage. Guck mal, perfekt. Oh, okay. Das ist jetzt der entscheidende Moment gerade. Okay, Back Throw. Ist hier wieder schlechte Situation für Ruven. Das könnte es auch schon sein, die Back Air. Ah, kommt nochmal an die Stage. Oh, kommt on Stage. Wichtig, okay. Und oh mein Gott, und der Down Smash schon wieder. Das hätte es halt eigentlich echt einfach sein können gerade, ne? Oh, die Nähe! Oh, Alter. SDN schafft es hier wirklich mit der Nähe, das Set zu entscheiden. Und das ist 3:2. Last Hit gegen Ruven.